Lieben da draußen, vor mir sitzt Konstantin Guntrum. Hallo Herr Guntrum. Freut mich, schön, dass Sie bei uns sind und schön, dass wir uns treffen. Ich bin im Weingut, sehr beeindruckend im Übrigen, also vom Entree bis jetzt hier in Ihre Räumlichkeiten. Herr Guntrum, Niersteiner Roter Hang, weiß ich noch aus meiner Ausbildung, ist ein ja, Faszinosum. Es ist einfach für uns Weinprofis so ein bisschen Gänsehautfeeling, weil wir wissen, da kommen extremst gute Weine hervor. Insbesondere Hipping und auch Pettental sind so, glaube ich, die Filetstücke. Und ich weiß, dass Sie der Vorsitzende sind. Warum braucht eine Lage, ein Niersteiner Roter Hang, einen Vorsitzenden? Das waren jetzt mindestens 5 Fragen in einer und ich hoffe, dass ich die einzelnen Aspekte peu à peu beantworte und abarbeite. Warum braucht eine Lage, und da komme ich gleich nochmal drauf zurück, einen Vorsitzenden? Wie Sie sagen, der Niersteiner Roter Hang ist für die, die sich mit Wein befassen oder befasst haben oder gerne befassen, und sei es nur trinken, das reicht als Befassen schon aus, immer etwas Faszinierendes gewesen. Es ist ein gesegnetes Fleckchen Erde, ist etwa 280 Millionen Jahre alt. Wir springen in die Neuzeit zu Goethes Faust. In Goethes Faust gibt es die Szene in Auerbachs Keller. Ja. Und im Urfaust wird der Nierensteiner ausdrücklich zu den größten Weinen der Welt gezählt. Und die größten Weine der Welt sind im Urfaust Champagner, Tokaier, Franzosenwein. Das hätte man vielleicht etwas spezifizieren können, aber sei es nun, also Franzosenwein und echter, mit echter Rheinwein, Nierensteiner in Goethes Faust vor über 200 Jahren. Das zeigt, dass Nierstein nicht erst seit neuestem was Außergewöhnliches ist, sondern dass es über die Jahrhunderte immer wertgeschätzt worden ist, weil der Niersteiner Wein einfach aromatisch immer was Besonderes gewesen ist. Nun hat Nierstein Hochzeiten erlebt. Nierstein hat nicht so rosige Zeiten. Wie andere Weinbaugebiete in Deutschland auch. Wie andere Weinbaugebiete auch. Es ist immer ein Auf und Ab. Genau. Das Hoch für Nierstein eben über die Jahrhunderte, aber das Hoch endete Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Von da aus ging Nierstein so ein bisschen den Bach runter. Zum einen, weil mein Vater und Kollegen ein bisschen den Anschluss verloren hatten, dann versuchten einige auch Menge zu machen, die auch Qualität setzten, waren vielleicht noch damals zu klein. Also sprich, Nierstein verlor einiges an Nimbus. Und dann gründete sich 1989 eine Winzervereinigung, die sich nannte Wein vom Roten Hang e.V. Und das ist die Winzervereinigung, der ich seit einigen Jahren vorsitzen darf. Und so kommen wir zu Ihrer Frage, genau. Warum braucht eine Lage einen Vorsitzenden? Nierstein brauchte zu der Zeit einfach neue Ideen und einen neuen Ansatzpunkt. Und ein neues Verständnis, was ist Nierstein? Das alte Verständnis bezog sich leider zu einem zu großen Teil auf den Bereich Nierstein und auf die Großlagen Gutes Domtal und Spiegelberg. Also auf Traubenherkünfte, die mit originären Nierstein oder dem echten Nierensteiner, um mit Goethe zu sprechen, nichts mehr zu tun hatten. Da ging es nicht um den Roten Hang, da ging es nicht um die Steillagen mit rotem Verwitterungssandsteinboden hier direkt am Rhein, sondern da ging es um Weinberge, die ordentlich sind, aber die halt das Außergewöhnliche von Nierstein nicht mehr in die Flasche brachten. Das war der Zustand Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und da haben sich eben verschiedene Kollegen zusammengetan und haben gesagt, wir müssen Nierstein wieder zu dem Klang verhelfen, den es ursprünglich gehabt hat, und wir müssen uns konzentrieren auf den Nukleus, und das ist der Rote Hang. Und dieser Winzervereinigung, die heute 29 Betriebe umfasst, sitze ich seit einigen Jahren vor. Das ist der Grund, weshalb eine Lage, und ich komme auf Lage gleich nochmal, einen Vorsitzenden braucht, weil wir damals verstanden hatten, dass Nierstein einfach einen neuen Antrieb, einen neuen Impuls braucht. Und weil damals und bezeichnenderweise bei Kollegen durchaus im reiferen, gesetzten Alter die Erkenntnis wuchs, wir werden unserem eigenen Anspruch im Moment nicht gerecht. Der Anspruch muss der Rote Hang sein. Der Anspruch muss sein, wie Sie das eben zitiert haben, die Einzellagen Hipping, Pettental, ich ergänze noch ein paar, Ölberg Kugel, ja. Schloss Schwarzburg. Das muss unser Anspruch sein. Unser Anspruch muss Spitzenklasse sein. Unser Anspruch muss erwachsen aus höchstens 280 Hektar Rebfläche, die der Rote Hang umfasst.
Und das sind ja der Rote Hang, das sind ja Grand Cru-Lagen. Also man kann es mit dem Burgund auch wirklich eben vergleichen. Es sind Grand Cru-Lagen, die jeder auch, wir haben dort Mikroklimata, wo auch jeder nicht nur seine eigene Handschrift zeigt, sondern auch sehr bodengeprägt ist Ja, so. und klimageprägt. Burgund ist ein perfektes Beispiel. Ich kenne jetzt Chablis besser als die Côte d'Or, aber eben wenn man sich den Hang in Chablis anguckt und guckt, wo sind die Premier Crus, wo sind die Grand Crus, wo wächst der Chablis Ordinaire, das ist die Ausstellung hier ist genau das gleiche. So, und die Sonnenausrichtung spielt eine wesentliche Rolle in Zeiten klimatischer Veränderungen noch viel mehr. Pettental, Hipping, Rudersberg nach Südosten geöffnet zum Rhein hin, kriegt etwas weniger der heißen Mittags- und Nachmittagssonne ab. Ölberg, Orbel, Schloss Schwarzburg mit direkter Da haut es Südausrichtung richtig kriegt rein. das voll ab. Ja. Kann positiv sein, kann nicht so Ja. positiv sein. So, aber diese Nuancen auszuspielen, das war offensichtlich in den 80er Jahren und Anfang der 90er nicht ausreichend genutzt worden. Und daraus hat sich eben diese Winzervereinigung entwickelt. Uns vereint natürlich ein gleicher Geist. Aber was uns vereint und im Wesentlichen unterscheidet von vielen anderen Winzervereinigungen, ist die Tatsache, dass uns der Boden vereint. Also noch nicht mal mehr die Ortslage, Ja. sondern der Boden. Und wenn Sie nach Nierstein kommen oder Sie sind schon da, herzlichen Dank, Sehr wenn gern. Sie Zuhörer, Zuschauer nach Nierstein kommen, dann fragen Sie irgendeinen Winzer über Böden in Nierstein. Und dann wird er einen unendlichen Schwall an Worten über Sie ergießen, weil nämlich Nierstein alleine schon mindestens drei Bodenformationen aufweist: den Kalkboden auf der Seite Paterberg, also südlich des Ortes, auf der nördlichen Seite eben der Rote Hang. Und dann oberhalb, wieder im Flachen, wird es dann eher zum normalen Lehmboden. Habe ich das richtig in Erinnerung, dass Nierstein alleine 900 Hektar Rebfläche hat? Das heißt, ihr Lieben da draußen, das ist mehr als Sachsen und die Hessische Bergstraße oder der Mittelrhein zusammen. Ja. Das ist schon ein Wort. So, ich glaube, Nierstein war zu Wow. Zeiten, ich weiß es nicht, ob das heute noch so ist, die größte weinbautreibende Gemeinde in Deutschland. Das waren zu Zeiten mal 1200 Hektar, ich glaube, ihre 900 sind für heute recht akkurat. Das ist aber eine sehr gute Verhältniszahl. Ich habe vorhin gesagt, der Rote Hang hat 280 Also Hektar. ein Drittel. Nierstein hat 900. Ja. So, das heißt, wenn Sie Nierstein probieren und gehen in Betrieb und sagen, ich möchte mal Roten Hang probieren, ich möchte Paterberg probieren vom Kalkstein, ich möchte Findling probieren vom Lehmboden, da lassen sich unmittelbar Unterschiede probieren. Und nur diese 280 Hektar roter Hang, roter Sandsteinboden, das ist das, woraus Nierstein sein Faszinosum zieht, das Besondere, das Außergewöhnliche zieht. So, diese 280 Hektar, dieser rote Hang, das verbindet uns als Winzer. Und deshalb haben wir uns vor Jahren zu einer Winzervereinigung zusammengeschlossen. Und wir sind in Deutschland, da hat jeder Verein auch einen Vorsitzenden. Ich bin aber nicht Vorsitzende, weil die Satzung das so vorsieht. Sondern weil wir einfach eine höchst spannende Geschichte zu erzählen und zu schmecken haben und darzubieten haben. Wir sprachen auch eben darüber, dass, das darf ich ja ganz offen ansprechen, also als ich meine Ausbildung in Geisenheim gemacht habe, war Niersteiner Roter Hang, war wirklich so in aller Munde und wurde dann auch probiert. Ich habe so in der letzten Zeit das Gefühl gehabt, dass man es nicht mehr so häufig ge gehört habe und komme jetzt aber wieder an diese Faszination Roter Hang. Und was haben Sie vor in dem Verein? Was wird getan, damit es jetzt noch mal wieder in die Öffentlichkeit gepusht wird? Also wir müssen vielleicht etwas lauter werden. Wir haben Genau. sehr viel getan in den letzten 15, 20 Jahren, was Qualitäten angeht. Wenn Kann ich es nur bestätigen, was ich hier trinke, das ist großartig. wenn eben, und wenn Sie vor 20, 25 Jahren geguckt haben, da gab es, legen Sie mich nicht fest, also vielleicht zwei Handvoll Betriebe, die wirklich qualitativ führend waren. Heute sind das locker 25 Betriebe, da kommen noch ein paar Betriebe dazu, die vielleicht nicht in Nierstein beheimatet sind, aber im Roten Hang Weinberge haben. Ich glaube, wir müssen einfach mit unserer Qualität noch etwas lauter klappern.
Nur weil die Qualität ist da. Weil die Qualität da ist, weil die Qualität da ist und weil eben die Besonderheit da ist. Nun zieht sich die Besonderheit des Roten Hangs aus dem Boden. Sie zeigt sich insbesondere mit etwas Alter. Mhm. Das heißt, ein 2019er Niersteiner Ortswein oder ein Lagenwein, der wird mit vielen anderen guten Weinen problemlos mitspielen. Der sticht aber noch nicht so außergewöhnlich raus. Nierstein fängt an rauszustechen, wenn die Weine 2, 3, 4 Jahre alt sind. Also mein Favorit im Moment ist von meinen eigenen Weinen ist 2016 ein Niersteiner Orbel, großes Gewächs, aber eben 4 Jahre alt. Dann zeigt sich wirklich der Kern dessen, was Nierstein ausmacht, weil dann nämlich so der Charme der Jugend, eben die Primäraromen, das Saftige, das Frische, das verschwindet langsam und das gibt eine Mineralität, eine Tiefgründigkeit, einer geschmacklichen Nachhaltigkeit Raum, die dann eben einmalig wird in Rheinhessen. So, wenn Sie das in eine Blindprobe stellen, und da haben Sie wahrscheinlich über Gebietsgrenzen hinweg mehr Erfahrung als ich, Frau Wiemann, aber wenn Sie das in eine Blindprobe stellen von der Mosel, wird man sagen, das ist seltsam. Das schmeckt schon so ein bisschen wie Mosel, aber doch nicht wie Mosel. Durch die Mineralität? Durch die Mineralität, durch die aber Nährstoffarmut des Bodens, dadurch, dass sich der Rebstock eben unheimlich anstrengen muss, Nährstoffe bis in die Traube zu bringen und das dann in Aromen umzusetzen. Das ist in anderen Teilen des Rheinhessens völlig anders. Und das führt eben zu der aromatischen Besonderheit Niersteins. Aber eben die zeigt sich eigentlich großartig wirklich erst mit 2, 3, 4 Jahren Alter. Was wir aber bei allen großen Weinen wissen, dass sie den Charakter erst nach 3 Jahren erahnen können und dann auch nach 3 Jahren anfangen, ihn richtig einordnen zu können. Wo geht er denn hin? Ja, genau. So, was müssen wir noch mehr tun oder warum ist es vielleicht um den Roten Hang stiller, als Botschafter meinen, dass es still sein sollte? Das Thema ist groß. Ja. Es ist zum Schluss 280 Hektar groß. Das ist eine Frage, wie man auf diese Zahl guckt, wie man auf den Roten Hang guckt, von Nackenheimer Rotenberg bis Schloss Schwarzburg. Über die gesamte Ausdehnung, ist das groß oder ist das klein? Es ist insofern groß, als dass es wahrscheinlich einfacher ist, aus einer Genussperspektive und aus einer journalistischen Perspektive ein Betriebsporträt zu machen. Wer ist Konstantin Guntrum? Wer ist Kai Schätzl, Theo Gehring, wer auch immer die Kollegen sein müssen? Das ist wahrscheinlich einfacher, wer ist dieser Querkopf, der diesen Wein macht. Mhm. Es ist wahrscheinlich auch noch relativ einfach, über eine Lage zu berichten. Also Niersteiner Hipping, wer hat Reben im Niersteiner Hipping stehen, wie probieren die sich, was ist das Lagenporträt Niersteiner Hipping. Es wird dann schwieriger und ich glaube, das ist der Knackpunkt am Roten Hang, über 5, 6 verschiedene Lagen, die aber sich nur über 6 Kilometer erstrecken. Ja, ist ja also keine Strecke. Es ist keine Entfernung. Ja. Wenn Sie sich, weil Sie es zitiert haben und weil ein perfektes Beispiel ist, Hippig und Pettental vergleichen, die unmittelbar nebeneinander liegen. Und trotzdem können Sie unabhängig davon, wer der Kollege ist, der den Wein ausbaut, prägnante Unterschiede probieren zwischen Pettental und Hippig, wenn der Wein gut ausgebaut ist. Ja. Doch das Ganze in ein Porträt zu fassen oder diese gesamte Nachricht zu transportieren, ist aufwendiger als ein einzelnes Winzerporträt oder ein einzelnes Lagenporträt. Und deshalb freut es mich, dass Sie sich Tage genommen haben, viele Tage, um Nierstein zu erkunden und zu erfahren, zu probieren, zu erwandern. Diese Aufmerksamkeit braucht es und nicht jeder nimmt sich heute die Zeit, ein Anbaugebiet und dazu noch ein Teil eines Anbaugebietes, Nierstein als Teil Rheinhessens, so zu erfahren und so kennenzulernen. Aber deshalb freue ich mich, dass Sie das zu Ihrer Botschaft machen oder sich so dafür interessieren, dass Sie sagen, dass in Geisenheim war das immer die Krone der Schöpfung, jedenfalls aus Rheinhessen. Jetzt wollen wir mal genauer erfahren, was da dran ist. Es ist nicht die Krone der Schöpfung im Sinne von Nierstein ist besser als der Rest, aber es ist definitiv sehr außergewöhnlich. Also ich war ja vor 2 Wochen schon hier mit meinem Wohnmobil. Und dann hat mich Theo Gehring dankenswerterweise durch den Roten Hang geführt und mir auch einiges erklärt. Und als ich wegfuhr wieder, da bin ich dann nochmal
Richtung Roten Hang gefahren und da hat es mich so gepackt, dass ich gesagt habe, ich will wissen, was dahinter steckt. Und ich war noch nie jemand, der leichte Aufgaben an sich genommen hat. Also ich bin mir der Komplexität sehr bewusst und ich hoffe, dass ich ihr gerecht werde. Herr Guntrum, ganz herzlichen Dank und ich weiß, dass Sie mir helfen werden, auf meinem Weg jetzt den Roten Hang zu erforschen. Dankeschön. Sehr gerne.